Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heute geht der Crow Sergeant Banane mit dem vierten. Dingsbums, wie heißt's? Junichi Ishideck in Folge. Scheiß Starthand. Mhm. Wir können den Aleister suchen. Wir können ein paar Nines setzen. Die setzen wir sicher nicht. Das wollte ich auch nicht, ich wollte die aktivieren. Du hast aber trotzdem drauf geklickt. Ja. Das war keine Absicht. So. Das Gute ist, durch die. Er hatte wohl keinen Bock auf Aldolon. Auch gut. Bis gleich. So, das sind wir wieder. Okay. Dann fangen wir mal an. Blatt, ja, wir haben das hier. Wir haben eine exzellente Starthand. Hm? Zero Line. Das Duell muss Kevin sehen. Ja, die Frage ist jetzt, bauen wir im First Turn eine Fusion? Oder, also jetzt... Erstmal den ganzen Klimpel. So, jetzt ist die Frage... Ja, mach mal, ich überlege das. Wildbow. Allmählich kann ich die Combo. Und du denkst am besten laut, damit ich es nachvollziehen kann. Ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Oder ich wollte dich nicht stören, nicht, dass du die Combo doch versaust. Nicht. Ja, die Überlegung ist halt, legen wir im First Turn... Welche Fusionen könnten wir jetzt First Turn hinlegen? Wir könnten ihm eigentlich nur das Erdeviech hinlegen. Das, ne? das hat nur Werte. Weil den Kaiju möchte ich nicht von der Hand loswerden. Ergo legen wir ihm das nicht hin. Sondern den Coach-König-Riesentrainer. Okay. Mhm. So... Das heißt, die Kombo sieht jetzt so aus, dass wir jetzt ein Bullhorn drauflegen. Hier drauf meinst du jetzt, oder? Ja. Genau. So. Deine Effekte, wir suchen uns den Coach-König. Das wird witzig. So, du. Mhm. Dann legen wir eine Drancia drauf. So. Dann normeln wir den Coach-König. Ohne Tribut, versteht sich. Fact. Alles auf Stufe 8. Und dann basteln wir uns mal den Coach-König. Und ziehen Karten. Und ziehen mal 3. Einfach so. Halt, wir suchen uns erst noch, Stimmt, weil die wollen wir nicht ziehen. Das heißt, wenn wir sie ziehen, ist das jetzt nicht schlimm, aber wenn sich es vermeiden lässt, ist das besser. Ja. Halt! Wir können nochmal suchen. Ah ja. So, nichts anketten. Alter, das ist doch mal eine Eröffnung. Jetzt ziehen wir 3 Karten. Und hoffen, dass da entweder ein Maxi oder... Ja, irgendwas wird da schon bei sein. Nee, das nicht. Das braucht man nicht unbedingt, aber wir haben noch mehr. Hm. Alter. Lol. Ja, dann klemmen wir jetzt noch eine Viper an die an Drains hier dran. Aber nur eine, ja, glaube ich. Nur eine. Dann wird nichts abschmeißen müssen. Ja. Das war jetzt ziemlich schlecht nachgezogen. Aber gut, dann noch die Drains hier. Auch eine Falle oder sowas ziehen. Das wäre gut gewesen. Hallo. Hätte man sowas gewusst, hätte man natürlich die Drancia in Angriffsmodus geholt. Oh. Oh nö. Da ist jetzt direkt die Frage, schießen wir mir jetzt den Goof über den Haufen? Eigentlich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wir warten noch, was er mild. Oder? Ne, jetzt schießen wir den Goof über den Haufen. Den Mild können wir eh nicht mal verhindern. Das heißt, jetzt können wir auch noch mal. Nein, aber wir können auf den Mild nichts mehr anketten. So, stimmt. Nach dem Mild hat er wieder Priorität. Also, dann stirbt mal bitte der Goof. Eine Frage. Mal angenommen, der kämpft ja jetzt und geht kaputt, kommt der Verdammungseffekt dann trotzdem durch?
nach der Schadensberechnung. Langt das? Ja. Müsste langen, oder? Könnte hinhauen. Ja, wir sehen es ja eh gleich. So oder so, wir haben uns auf jeden Fall schon mal gut interrupted. Gut, das ist obvious, dass das passieren würde. Was hat denn der erwartet? Hätte er die Tokens geholt, das hätte genervt. Hat er aber nicht. Nee. Was will er mit denen? Zwei Stufen haben. Die nicht für eine Synchrobeschwörung benutzt werden dürfen. Noch nicht. Bis sie es dürfen, liegen sie rum und nerven. Die dürfen überhaupt nicht für eine Synchrobeschwörung benutzt werden, nie. Echt nicht? Da steht auf denen drauf, dass sie das nicht dürfen. Ich wusste es auf... Nee, egal. Das ist ja mal gleich, wie der Effekt funktioniert. So, ich bin mal gespannt. Ja. Ja. Tschüss, Liberian. Ja. Hast du doch eh nicht mehr gebraucht. Ja, gut. Na gut, die Kombo hat mal gesehen. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben zweimal den Donnerkönig Kaiju. Einmal den Bärenmenschen, wirklich so hieß der? Na egal, den Bär jedenfalls. Dreimal die Viper, dreimal den Alistair, dreimal die Molmorat, dreimal Terror Top, ein Taketumborg, zweimal Maxi, ein Goblin, zweimal Terraforming, einmal die Fusionskarte, zwei Twin Twister, dreimal die permanente Zauberkarte, dreimal Tanky, dreimal entfesselte Magie, einmal die Fallenkarte halt. Zweimal Dimensionsbarriere, dreimal Strike und eine Warnung. Extra Deck haben wir ein Illusion, ein Merkaba, ein Magalanika, ein Raiden, oder Raiden, das Ding halt. Riesentrainer, Emerald, Dweller, Tigris, zweimal Drencia, Wildbow, Bullhorn, Breaksword, Emerald, nee, nicht Emerald, na, Invoker und Utopic Future. Ja, Junijishi. Also, wie du schon in der Mail geschrieben hast, das Ganze ist an Lithium angelehnt und es wurde natürlich einiges verändert, sonst hätten wir das hier auch gar nicht gezeigt. Also sprich, entscheidend so. Ist jetzt, was hast du besser gemacht als Lithium? Sprich, was hast du anders gemacht als Lithium und wie intelligent ist das? Ja, also erstmal hat der noch eine Falle im Deck, die ich nicht kenne. Und die auf dem Bild leider nicht zu erkennen ist, ist. Upsala. Soll ich einen Link schicken? Da kann ich, vielleicht kenne ich die. Jetzt sehe ich das Bild klarer, aber ich weiß immer noch nicht, welche das eigentlich ist. Ja, schick mal kurz. Ich mache einen Cut. Wir haben es gefunden, es ist diese Falle hier. Ja, muss man nicht spielen. Ist, glaube ich, ein bisschen gimmicky. So, aber. Jetzt kommt das große Aber. Was hat Lithium anders gemacht und warum? Lithium hat 3 Fusion Magic gespielt. Obwohl sie doch raussuchbar sind und sich wieder ins Deck zurückmischen, genauso wie die Metal for Fusion, ne? Ne? Fast. Sie brauchen eine Normalbeschwörung zum Raussuchen und man muss, um sie wieder reinmischen zu können, einen verbannten Alistair haben. Sprich, und damit Alistair verbannt wird, muss er vom Feld oder vom Friedhof fusioniert werden. Also sprich, um First Turn ein Eidolon Beast mit diesem Deck rauszukriegen und danach auch noch die Fusion Magic ins Deck zurückmischen zu können, also sprich die einzige Methode, die funktioniert, dass du den Alistair normalst, was bedeutet, dass du definitiv nicht den Coach Captain First Turn normalen willst und der ist nur First Turn gut. Weil du halt einfach 3 Karten ziehst, aber dann halt die Battlephase überspringst. Ja, das ist ja egal. Es geht auf jeden Fall darum, egal ist, ja. dass du 2 Normalbeschwörungen hast, die du beide First Turn unbedingt machen willst und die so searchable sind, dass du höchstwahrscheinlich, wenn du einigermaßen okay eröffnest, also sprich entweder mit Terror Top oder der Junishishi-Zauberkarte, beide machen möchtest. Normalerweise hast du dann beides und willst beides machen. Mhm. So. Und das funktioniert nun mal nicht. In der Welt leben wir nicht. Und deswegen ist hier... Das ist durchaus ein Gesprächsthema, mehrmals die Fusion zu holen. Ob man es jetzt 3-mal muss, ist vielleicht eine Sache, aber... Doch, natürlich 3-mal, weil du sie ja startet haben möchtest. Richtig. Weil du willst ja eben nicht deine Leiste an Normal, um sie rauszusuchen. Du willst sie einfach so haben. Und deswegen macht das durchaus Sinn, weil so lockst du dich in deinem Place ein. So kannst du definitiv nur 1 vorbei machen.
Und dass du mit dem Coach-Captain eine Fusion nachziehst, ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ganz abgesehen davon überlebst du es auch mit mehr als einer Fusionsbeschwörung zu eröffnen. Ja. Mit einer Fusionskarte meine ich. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, man kann aber First Turn doch eh, du kannst halt dann First Turn immer noch das Viech machen, das Monster zubuckt. Klar, du kannst nicht First Turn das Lichtmonster bauen, außer du ziehst auch noch den Kaiju und fusionierst den von der Hand weg. Aber du kannst halt First Turn auf jeden Fall noch das Windviech Windviech bauen. Das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht, weil du hast dann einen Speedroid im Friedhof, den du wegbanischen kannst. Ansonsten, das Erdeviech bringt halt leider wirklich nichts. Das macht nichts. Das Ding ist absolut... Es hat Werte, das war's. Es hat keinen Effekt. Ja, es also ist natürlich ein finishender Kabum, das war's aber auch schon. Nicht, aber es ist ein finishender Kabum, aber mehr halt auch nicht. Genau. Ja. Also das ist halt echt das Problem. Und ja, ansonsten Dimension Barrier zu spielen, finde ich gut. Dimension Barrier ist großartig. Ja, die Karte sind unglaubliches Fick dich. Ja. Würde ich dreimal spielen. Auch wenn das Viech, das da drauf ist, irgendwie ein Digimon erinnert, möchte ich mal kurz anmerken. Das eine, wie heißt denn der? Dieser Engel in der weißen Rüstung. Ich habe Digimon nie geguckt als Kind, ich hab's gehasst. Ja, ansonsten hat er noch gespielt ein schwarzes Schaf zusammen mit der Poli, um halt noch sicherer die First Infusion zu haben, was ich finde, man nicht unbedingt machen muss, weil man, wie gesagt, First Turn keinen Merkaba bauen kann und Merkaba ist eigentlich das einzige Viech, was man First Turn bauen möchte. Ja, weil das Viech ist halt richtig fick dich hart. Außer du hast den Kaiju. Wenn du den Kaiju hast, dann geht's. Ja. Ja. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Ganze ist sonst solide gebaut. Es sind die wichtigen Xyz-Monster drin. Und deswegen kriegt's auch noch. F-Zero kann man machen, muss man nicht. Ich bin kein großer Freund davon. Ich würde lieber noch ein Kastel spielen, weil mir ein Kastel abgeht und Kastel ist eine gute Karte. Ja, weil Kastel ist halt simpel. Kastel ist einfach ziemlich gut. Ja. Also ich würde auf jeden Fall, F-Zero durch Kastel ersetzen. F-Zero ist gut, aber Kastel ist halt Kastel. Side-Deck, was haben wir denn? Was ist denn das neben dem dritten Kaiju? Das ist eine Tualatin. Okay. Ziemlich fick dich. Ja. Und ist eine Fee. Kann ich gar nicht. Also, das Fee ist egal, aber es ist Licht. Man kann es für ein Makaber machen. Wollte gerade sagen, was willst du mit Fee? Ja, dann drei Ghost Ogre macht Sinn, drei Cherries macht auch Sinn, System Down, ja, klar. Halt. Und hier halt der klassische für die Ghost Ogre. Soweit alles klar. Mhm. Ja, das wäre eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen. Deswegen kriegt das Deck auch noch seine 13 Punkte. Ja. Guck halt, dass du drei Fusionen reinkriegst. Ja, das macht halt dann schon irgendwo Sinn. Also zumindest der Teil von Lithiums Deck macht Sinn. Das mit dem Black Sheep und der Poli halte ich für jetzt nicht so toll. Oder? Mir gefällt es auch ein bisschen gimmicky. Das Ding kann dir in seinem Deck auch nicht ermöglichen, mehr Merkaba zu bauen. Das Ding kann mit der Polik höchstens ermöglichen, im ersten Zug eine Elysion hinzulegen. Und dann bist du aber die Drancia los. Nee, bist du nicht. Also du kannst damit dann First Turn weil das braucht man jetzt eine Elysion hinlegen. Aber dann muss der Gegner, aber damit der was bringt... Das ist nur, wenn du weißt, was der Gegner spielt. Ja. Kriegt er dann auch noch was, wenn der Gegner Erd oder... Also eigentlich nur fürs Mirror-Match, weil du dann den ersten Molmorat direkt banishen kannst. Ja. Ja. Gut, ja, wie gesagt, 13 Punkte hierfür. Wenn ihr unser Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.